Aber ich bin halt nicht dementsprechend abgehauen, ich bin einfach gegangen, weil ich habe nicht penibel auf den Tacho geschaut, sondern ich habe einfach geschaut, dass ich nicht über Rot fahre wie die zwei Kollegen hier. Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Leute. Wir haben es Montag um 3:30 Uhr, frisch von der Arbeit. Ich sag's euch, es ist etwas Unglaubliches passiert. Ich wurde geblitzt. Also Leute, es ist aktuell, ich wurde heute geblitzt auf dem Rückweg von der Arbeit. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich wurde innerorts geblitzt, dementsprechend bin ich 100% schuldig. Auch außerorts, darüber lässt sich diskutieren, wenn irgendwo auf einer kerzengeraden Strecke halt außerorts 40 gilt, dann frage ich mich auch manchmal, ob die einen Knick in der Optik haben oder halt nicht sehen, dass kerzengerade ausgeht und die Straße gut asphaltiert ist. Aber innerorts ist wirklich zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich war zu schnell. Meines Erachtens waren es etwa 54 km/h, die ich gefahren bin, Topspeed, und dann habe ich wieder abgebremst, als ich auf den Tacho geschaut habe, als ich gerade beschleunigt habe, dass ich schon bei 54 bin. Jeder, der Motorrad fährt, kennt das Problem an sich. Es ist schneller getan, als man überhaupt nachdenken kann, wenn man nur ein bisschen am Gas hängt, wirklich nur ein klein wenig. Bergauf vor allem, ich habe nicht penibel auf den Tacho geschaut, sondern ich habe einfach geschaut, dass ich nicht über Rot fahre wie die zwei Kollegen hier. Aber passt schon. Wie jetzt gerade, 59, es passiert schnell, man beschleunigt einfach normal und dann, ja, passiert es halt. Mit Abzug, Tachotoleranz und so weiter und so fort sind es 48 km/h bei ihm beim Messgerät gewesen. Dazu blende ich euch jetzt einfach mal eine Sprachmemo ein. Entschuldigung. Ich habe eine Frage, ich bin gerade mit dem Motorrad geblitzt worden. Schön. Gut, dass Sie zurückkommen. Wie schnell war ich? Dann müsst ihr ja jetzt mal die Personalie aufnehmen. Das dürfen Sie gar nicht. Doch, wenn Sie wissen wollen, wie schnell Sie waren, auf alle Fälle. Ja gut, also zur Sprachmemo lässt sich halt sagen, der Herr, das war in etwa so, ich wurde geblitzt, bin einen halben Kilometer weiter hinten stehen geblieben, bin abgestiegen, bin in Ruhe zurückgelaufen und habe mich dann halt gefragt, jo, wie schaut's denn aus? Mal vorbeischauen, kurz Hallo sagen, weil ich hatte bisher immer positive Erfahrungen mit Blitzerleuten, die meinten, hey, heute ist dein Glückstag, ich habe dein Kennzeichen nicht drauf, du warst 7 zu schnell oder so, und dann zwinkern die und gut ist, sind auch nur Menschen. Zu 99% der Zeit, dieser Mann war ein bisschen anders, der wollte hier ein bisschen seine Autorität unter Beweis stellen, was ich vollkommen verstehe, und er hat dann gesagt, hey, yo, Junge, wenn du wissen willst, wie schnell du warst, dann, ja, dann, ihr habt es gehört in der Sprachmemo, gib mir dann halt mal deine Personalien durch und dann erfährst du auch nach dem Motto, wie schnell du zu schnell warst. Mir versprichst du, ich kann nicht mehr reden. Oh, das ist gefährlich da drehen, aber alles gut. Auf jeden Fall ging es halt darum, dass ich dann gesagt habe, nope, bin dann weggelaufen, ist ja mein gutes Recht. Er hat zum Beispiel nicht das Recht, meine Personalien aufzunehmen. Er ist kein Polizist, er ist irgendein Typ von der Kommune oder so. Und dementsprechend ist halt so, dass ich niemals, niemals meine Personalien so einem Kollegen durchgeben würde. Ja, er kann mich festhalten, auf unbestimmte Zeit und so, aber halt auch nicht Ewigkeiten. Und deshalb, seine Chance wäre es halt gewesen, auszusteigen, mich am Arm zu packen oder so und zu sagen, hey, ja, du bleibst hier, aber dann hätte ich mich angegriffen gefühlt und ganz ehrlich, dann wäre ich erst recht abgehauen. Also abhauen ist eigentlich keine Alternative, aber ich muss es halt so sagen, wenn ich mich angegriffen fühle, dann haue ich ab, weil dann fürchte ich um mein Leben und wegen 8 km/h ist es mir das nicht wert. Und also ich kann jetzt auch groß Sprüche klopfen, aber ich bin halt nicht dementsprechend abgehauen, ich bin einfach gegangen, weil... Dann ist er abgehauen, weil er keinen Bock mehr hatte. Er hat nicht gesagt, ich nehme dich hier fest an Ort und Stelle, und hat mir auch keinen Ausweis oder sonst was gezeigt. Deswegen war es mit Pustekuchen, als er gesagt hat, das mit dem Personalien und so, war dann die Geschichte für mich vorbei und dann bin ich einfach gegangen. Also meine gesunden Füße tragen mich ziemlich schnell. Ich bin auch in letzter Zeit ordentlich am Trainieren, da braucht es wirklich gut Ausdauer, um mir ein Stück weit hinterher zu kommen. Vor allem, Leute, ihr wisst, wenn es um Geld geht, dann rennt man schneller als Usain Bolt. Essen und Geld, und dann rennt man wie eine Rakete, ich sag's euch, Leute. Und ich sollte die Musik vielleicht ein bisschen leiser machen, aber naja, vielleicht stört sie euch ja auch nicht. Doch, ich mach. Oh, oh shit, jetzt habe ich sie ausgemacht, glaube ich. Nee, hab sie nur kurz pausiert, alles gut. Oh, der LKW hat sich verschätzt. Ich dachte schon, wieso will er durch den Tunnel? Wird es nicht ein bisschen eng?
kann man nichts machen. Aber da staut sich's gern im Tunnel. Ah, was habe ich gesagt? Hier passieren gern Auffahrunfälle. Ist halt räudig. Man erwartet es nicht, man fährt um die Kurve, man hat endlich grün, man denkt, die Ampel hier, der Tunnel ist frei. Ich bin so ein Assi. Naja, auf jeden Fall, die Moral der Story ist, lasst euch nicht blitzen. Und bei mir war es halt noch so, dass ich mit dem Kopf weggeschaut habe. Und ja, was soll ich groß sagen, ist scheiße gelaufen. Also so schlimm ist es jetzt auch nicht gelaufen, dass es sich sagen würde, katastrophal scheiße oder so. Aber es ist schon mies gelaufen, dass ich geblitzt wurde, zumal ich eigentlich nicht zu schnell fahren wollte. Es gab eigentlich gar keinen ersichtlichen Grund für mich. Wie gesagt, ich habe es halt nicht vorsätzlich gemacht. Von daher bin ich auch mit meinem Gewissen echt rein, und dass ich hier auf dem Fahrradweg stehe, das habe ich damit zu begründen, dass ich früher eine CBR gefahren bin, und das darf ich immer noch. Solange man halt einen CBR-Anhänger hat, ist das vollkommen legitim. Also Leute, gebt nie eure CBR-Anhänger weg. Die MT hat einfach so ein Potenzial, um gut Laune zu machen. Und jetzt fahren wir einfach mal 50. Ich bin eine Zeit lang echt lahm gefahren. Also so 47, ich zeig's euch mal. So, man darf ja 47 oder so fahren, dass man ja nicht übers Tempolimit hinauskommt. Man ist eigentlich in aller Regel bei den meisten Stuttgarter Ampelschaltungen genauso schnell, ungefähr genauso schnell. Das Problem ist, wenn halt... ich muss nach rechts. Das Problem ist dann, wenn ein Fahrradfahrer überholt, muss man sich demütigen und auslachen lassen. Oh, da sind die Cops. Okay, jetzt tun wir einfach mal ganz brav weg. Ja, komm, ignorieren wir die einfach. Wir blinken brav, biegen ab, weil ich muss genau dahin zum Mediamarkt. Schön Fehlzündungen vermeiden, Kupplung ziehen. Ganz langsam. Gut. Sie haben kein Interesse an mir. Naja, auf jeden Fall bin ich so lahm gefahren. Wenn jeder halt lahm erste kann, der Ampel und so losfährt, Leute, in Stuttgart sind die Ampelphasen so kurz, da kommen vielleicht 2-3 Fahrzeuge durch und dann war's es. Und die Leute hassen euch. Also per Gesetz darf man das auch gar nicht. Also unnötig langsam fahren. Die 3 km/h machen zwar nicht aus, aber wenn man halt die ganze Zeit so lahmärschig unterwegs ist, ist es, das kotzt an. Die Kiste verbraucht ohne Ende die MT-07, wenn ich lahm fahre. Bei 30 km/h verbraucht die Maschine 5 Liter. 5,5 Liter konstant gefahren im zweiten Gang, und bei 50 km/h verbraucht sie 3,2 Liter im fünften Gang. Also das ist ein Unterschied, das ist fast doppelt so viel, und ja, dementsprechend mehr Emission, mehr Lautstärke. Also Leute, das ist die größte Verarsche ever, wenn man halt richtig arschlahm fährt, kommt nicht vom Fleck und so. Deswegen, naja, eben seine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall überteuerte Kopfhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape.